Tape TV bietet personalisiertes Internet-Musikfernsehen. Neben über 45.000 Musikvideos von Major- und Indie-Labels besteht Tape TV auch aus eigenproduzierten Sendungen, wie Auf den Dächern und On Tape. Tape TV finanziert sich über Kooperationen, klassische Werbespots und über sogenanntes Entertainment Advertising. So gibt es eine dynamische Flash-Animation, die sich um das Musikvideo herum aufbaut und damit das laufende Programm nicht unterbricht. Sie soll Werbung im Netz erträglicher machen und damit sowohl die werbetreibende Wirtschaft als auch die Zuschauer erfreuen. Weiterhin probiert sich Tape TV am Branded Entertainment. So geschehen beim Outlook.com Secret Gig. Gegründet wurde Tape TV im Juli 2008 von Konrad Fritsch und Stefanie Renner in Berlin. Die sechsjährige Geschichte von Tape TV war eine bewegte Zeit. Nach dem Start 2008 gründet sich 2009 die Vermarktungsfirma Tape Media, die sich auf Entertainment Advertising spezialisiert. Im Februar 2010 kommt der RTL-Werbezeitenvermarkter IP Deutschland dazu. Ab 2010 präsentieren Künstler bei Auf den Dächern Akustikversionen ihrer Songs. Ende des Jahres wird Tape TV offizieller Medienpartner der Berlin Music Week und startet eigene Versionen für Österreich und die Schweiz. 2011 nimmt Tape TV sein Studio Nummer 1 in Betrieb und produziert für ZDF Kultur die Show On Tape. Später wird es von Gründerszene.de als Startup des Jahrzehnts in der Kategorie Newcomer ausgezeichnet. 2012 ist das Jahr der Kooperationen. Tape TV wird offizieller Bewegtbildpartner vom Musikstreamingdienst Spotify und bindet seinen Player bei Last.fm ein. Im September startet, in Kooperation mit Spiegel Online, das Auf den Dächern Festival. 2013 kauft Tape TV die Meinungsplattform Amen und will so die Interessen der Nutzer besser kennenlernen. Diesen März relaunchte Tape TV als Next Tape TV. Künstler kuratieren nun Programme. Über 200 Musiker machen bei dieser Aktion mit. Der Gesamtkatalog ist nun in HD verfügbar, die Social-Media-Anbindung wurde verbessert und die App Tape TV Express erlaubt erstmals eine minutenbasierte Abrechnung der Nutzung. Doch wie funktioniert Tape TV? Dazu werfen wir einen Blick auf das Business Model Canvas. Die Key Partners sind Major-Labels wie Universal Music und Indie-Labels wie Contour. Weiterhin die Social-Media-Partner Spotify und Facebook sowie Fernsehsender wie ZDF Kultur. Außerdem zählt die werbetreibende Wirtschaft als Key-Partner. Zu den Key-Activities zählen bei Tape TV das redaktionelle Erstellen von Content, der Kauf von Lizenzen, das Vermarkten sowie das Empfehlen von Musik und Betreuen der Kunden. Zu den Key-Resources zählen: erstens intellektuell, Tape TV als Marke für visuelle Musikunterhaltung auf der Plattform, im Social Web sowie im Fernsehen. Zweitens finanziell, hier zählt das Geld zum Erwerb der Musikrechte zu den Key Resources. Zu den menschlichen Key Resources zählen Designer, Programmierer, Techniker und Redakteure. Zu den Costs. Die Fixkosten bestehen aus Miete, Mitarbeitern, der Büroausstattung, Technik, Marketing sowie Partnerschaften. Variable Kosten fallen beim Erwerb von Musikrechten sowie weiterer Serverkapazität an. Die Value Proposition. Tape TV ermöglicht Musikfernsehen nonstop. Der User findet alle Videos an einem Ort, er erhält neuen redaktionellen Content und damit sogenanntes Visual Music Entertainment. Die Hauptpunkte sind dabei die Bedienbarkeit und Individualisierung. Der User erhält die originalen Musikvideos in hoher Qualität. Tape TV baut eine Community und eigene Events um die Marke. Außerdem hat es Videopremieren bekannter Künstler im Programm. Die Customer Relationships sehen so aus. Der User erhält die Dienstleistung der automatisierten und individuellen Musikauswahl. Durch sein Zutun kann er sein persönliches Musikerlebnis bekommen. Über den Druck des Herzknopfes lernt das Programm, die Musikpräferenz des Users zu verstehen und wird so individueller. Außerdem gehört die Pflege der Community zum Customer Relationship, da so die Bindung zur Marke wächst. Tape TV verbreitet sein Programm in 4 Channel-Gruppen. Zuerst gibt es die klassische Website, dann die neue Freemium-App Tape TV Express, außerdem gibt es die Social-Media-Channels, worunter Spotify und Last.fm zählen, sowie die Fernsehkanäle, da Tape TV manche Sendungen gemeinsam mit ZDF Kultur, 1plus und Dreisat produziert. Die Customers. Wie klassisches Privatfernsehen ist Tape TV eine Multi-Sided-Plattform. Auf der einen Seite steht der Massenmarkt, auf der anderen Seite die werbetreibende Wirtschaft.
Neben den Plattformbenutzern zählen aber auch die Fernsehsender, mit denen Tape TV kooperiert, als Kunden. Den Revenue erhält Tape TV über die Vermarktung seiner Inhalte, neue Entertainment-Werbeformen, über Kooperationen und Events sowie neuerdings über die Bezahl-App Tape TV Express. Wie kann Tape TV in der Zukunft aussehen? Wir empfehlen folgende Dinge. Tape TV sollte per Astra-Satellit als klassischer Fernsehsender ein lineares Programm anbieten. Die Ausweitung auf den englischsprachigen Raum könnte neue Zuschauer bringen. Eine Integration von Belohnungselementen gemäß des Gamification-Ansatzes könnte die Verweildauer der User erhöhen. Außerdem könnte Tape TV einen eigenen Mobilfunktarif mit gratis Tape TV-Nutzung anbieten, sowie seine selbst produzierten Inhalte über Audiokanäle verbreiten. Dies ist eine Produktion von Team Fuchs an der Hamburg Media School. Team Fuchs besteht aus Greta Gierden, Thomas Richter, Konstanze Schumann-Plekert und Nico Witte. Diese Präsentation ist entstanden im April 2014 im Modul Medienproduktion und Distribution bei Dr. Jens Müller.